Hallo, meine Lieben, und herzlich willkommen zu einem neuen Video und zwar einer Mod-Vorstellung. Angeregt oder inspiriert durch Simortality, die gerade zweierlei Videos zu dem Erstellen von Apartments hochgeladen hat, dachte ich mir, es wird an der Zeit, von meiner Wunschliste einen Mod oder eine Mod-Vorstellung abzuarbeiten, und zwar jene des Apartment-Mods von NRAS. Im Prinzip ist das der Mod, der uns erlaubt, Apartments zu bewohnen wie in Sims 2. Also so ähnlich wie in Sims 2. Und zwar einfach, dass wir zwei Haushalte auf einem Grundstück leben haben können, die in zwei verschiedenen Häusern zum Beispiel lebt und nebeneinander herlebt, sich oft trifft, vielleicht was gemeinsam macht, aber halt separate Haushalte sind. Und wie das funktioniert, seht ihr jetzt in dem kommenden Video. Zunächst müssen wir uns einmal den Mod-Gegenstand quasi platzieren, und das können wir ganz einfach, indem wir im Baumenü, also im Kaufmodus, nach Zimmer sortieren, in die Küche gehen und bei den Alarmanlagen nach dem Apartment-Controller gucken. Den platzieren wir irgendwo am Grundstück. Ich platziere ihn gerne neben einer Haustür. Das sieht einfach passender aus. Gut, gesagt, getan, und nun geht schon mal ins Spiel hinein. Da müssen wir manchmal ein bisschen warten. Mein Spielstand ist schon relativ groß, weil das eine alte Familie ist. Im Prinzip funktioniert das Ganze jetzt ganz leicht. Wir wählen einen Sim aus und klicken auf Family und Create a Family. Nun möchte der Mod wissen, wie heißt denn die Familie, und dann nimmt man am besten den Nachnamen. In meinem Fall ist das Rudova. Also Rudova, und nun legen wir das Geld, also das Familienvermögen dieser Familie Rudova fest. Wir fangen mit den Alten an, und die bekommen ungefähr, sagen wir mal, 10.000, weil wir, wobei ein bisschen weniger, sagen wir 8.000 von unseren 20.000, und genau. Jetzt sind wir in dem Bildschirm, wo wir auswählen können, welche Sim gehören denn zu der Familie, und ich wähle meine zwei Großeltern aus. Das sind meine Starter-Sims im Prinzip. Alex Entschuldigung. Alexander und Ellie Rudova. Wenn ihr Haustiere habt, kommen die nun in dem nächsten Fenster. Wir haben einen Papageien, allerdings gehört der Eva, und deshalb bleibt er noch unausgewählt. Damit wir die zweite Familie bekommen, machen wir dasselbe jetzt noch einmal. Create Family, ebenfalls Rudova. Und die bekommen das restliche Vermögen. Da müsst ihr dann links unten nachgucken. In meinem Fall sind das 12.145 Simoleons. Enter Rent. Und wir nehmen den Rest. Hier kommt dann die liebe Sina auch noch dazu. Gut. Nun habt ihr schon mal das Wichtigste erledigt. Und genau, wir haben jetzt noch mehrere Möglichkeiten, Dinge zu machen. Das Wichtigste für uns wäre jetzt Set Active Family. Wir wählen uns die Familie Rudova mit den Kindern erstmal aus. Das ist die mit dem mehreren Geld. Warten ganz kurz, und sobald ihr seht, dass sich euer Familienvermögen geändert hat, wisst ihr, ihr seid nun in einer Familie drin, in einem der Haushalte. So, ich sehe jetzt zwar immer noch alle Sim, die auf dem Grundstück leben, aber wie ihr seht, kann ich nur die vier Sim anwählen, die tatsächlich in meinem aktiven Haushalt sind. Möchte ich Ellie oder Alexander auswählen, funktioniert dies nicht. Ellie und Alexander können aber nun immer noch in das rechte Haus da drüben reingehen, was wir aber nicht wollen. Also gehen wir jetzt auf die Tür, klicken auf Abschließen und auf Sim für diese Tür festlegen. Wir müssen jetzt die Sim auswählen, die nicht hineingehen dürfen, also Sim, die diese Tür nicht öffnen können. Und das sind Alexander Rudova und Ellie Rudova. Das wählen wir aus. Alle anderen können da drüben jetzt rein, die beiden nicht.
Die müssen quasi reingelassen werden. Da müssen wir dann ein bisschen tricksen und aufschließen, damit sie uns besuchen können, aber anders funktioniert das leider nicht. Wir können das ja gerne mal testen. Set Active Family, wir wechseln zu der anderen Familie Rudova. Müssen kurz warten. Wir sehen, unser Familienvermögen hat sich geändert und wir können nur noch Alexander und Ellie auswählen. Hier die vier Kinder können wir nicht mehr auswählen. Nehmen wir mal Alexander und klicken auf das Sofa da drin. Er soll mal ein Nickerchen machen. Und funktioniert das? Okay, ja, zuerst muss er mal mit Ani, mit seinem Sohn reden. Er geht zu der Tür und sagt, nö, hier kommt er nicht hinein. Wenn wir wollen, dass er uns besucht, müssen wir quasi die Tür aufschließen. Dann funktioniert das wieder. Er kann da drüben dann ein Nickerchen machen. So. Ich weiß, diese Lösung mit dem Zuschließen und Aufschließen ist nicht ideal, aber leider haben wir hier keine andere Möglichkeit oder keine andere mir bekannte Möglichkeit, dieses Problem zu lösen. Wenn wir nun sagen, nö, das mit den Haushalten, das gefällt mir nicht so gut, können wir noch auf Settings gehen und das Grundstück zurücksetzen. Ich mache das mal. Da kommt dann die Meldung: Resetting the lot will delete all created apartment families and combine them. Sims and family funds into one household. Ja, das wollen wir. Ihr seht, wir haben wieder ein gemeinsames Vermögen. Wir können wieder alle Sim anklicken. Alle sind nutzbar. Und genau. So, ich muss mal das Licht einschalten. Ich mag das nicht, wenn es so dunkel ist. Auf jeden Fall sind jetzt alle wieder nutzbar und würden auch wieder alles verwenden. Mehr gibt es auch schon nicht mehr zu dem Mod zu sagen. Es ist, finde ich, eine ganz coole Spielerei, auch wenn nicht ganz perfekt. Perfekt wäre es, wenn ich dann auch noch quasi eine Tür als Eingangstür für Apartment 1 und eine Tür als Eingangstür für Apartment 2 festlegen könnte. Aber es ist besser als gar nichts. Und vor allem das Familienvermögen, was mir sehr wichtig war, das kann super getrennt werden. Wenn euch dieses Video gefallen hat, könnt ihr mir ja gerne einen Daumen nach oben da lassen, einen Kommentar hinterlassen oder meinen Kanal abonnieren. Guckt auch gerne mal bei den anderen Sim-YouTubern vorbei. Viel Spaß beim Erstellen und, eines Apartments und dem Nutzen des Mods. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss!